Heyo Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf, wenn Menschen einen absolut schlechten Tag hatten, reagieren. Ich bin sehr gespannt, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Meine Freunde, bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, wir wurden nominiert für die About You Awards. Das ist der größte Influencer-Preis in Europa. Der findet dieses Jahr in Mailand statt und wir können dort einfach gewinnen. Es wäre mir eine riesige Ehre, aber dafür brauche ich mal eure Hilfe. Und zwar könnt ihr für mich abstimmen, Leute. Ihr könnt das jetzt hier im Hintergrund sehen. Klickt einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Geht dort einfach drauf auf die Kategorie Live. Dort könnt ihr mir hier so eine Stimme geben. Klickt dort einfach auf Vote, da müsst ihr meistens noch so ein Capture ausfüllen und wenn hier dieser kleine Haken kommt, dann hat alles geklappt. Es wäre mir wirklich eine Ehre, wenn ich uns dort international präsentieren könnte, wenn wir das schaffen würden, Leute. Und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Video. Hi, wenn du in den letzten Tagen auch so müde bist wie dieses Flugzeug. Oh, das Flugzeug hat for real gar keinen Bock mehr. Dann guck dir einfach unser heutiges Video bis zum Ende an und du wirst ganz sicher eine bessere Laune haben. Los geht's. Also Leute, wenn ihr denkt, ihr hattet einen schlechten Tag, dann schaut euch die Leute heute an. Das Video von Braintime, ihr wisst Bescheid. Was? Der Idiot! Ach du Scheiße. Was macht der Typ denn? Nein. Jetzt fährt er zu lang rückwärts. Bro, wie lost kann man denn sein? Mach einfach nichts. Wie lost kann man denn sein? Alter, er hat seinen und noch zwei weitere von diesen... Waren jetzt keine Ultra-Riesen-Yachten, aber trotzdem so kleine Yachten halt eben geschrottet. Bro, ich will nicht wissen, wie krass dieser Schaden ist, ey. Safe paar 100k. Der Rasenmäher. Der Rasenmäher, Bro. Oh mein Gott. Wie kann das passieren? Wie kann man den dann an so einer Schräge stehen lassen? Überlegt euch mal, da wäre ein Auto in dem Moment gekommen. Zu frühes Freuen über Erfolge ist nicht nur im Sport eine schlechte Angewohnheit. Was ist das denn für ein kleines Popelboot? Hä, was ist das denn? Das geht ja schon unter. Was ist das? Leute, was ist das? Ja, die haben es fast an Land geschafft. Nur noch ein paar Meter. Oh, und jetzt sind sie doch noch abgesoffen. Dabei fing es gar nicht so schlecht an. Nein. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Es stellte sich heraus, dass so etwas nicht nur in Videos von Rappern McLaren. Vorkommt. Tschüss, McLaren. Ja. Also, ich weiß nicht, wie teuer der 570S ist, McLaren, aber... Ja, 200.000 Schaden. Ist da. Boah, da gibt's ja auch kein... Warum Zum Glück hatte nur der Lokführer einen schlechten Tag. Warum funktioniert die Schranke denn so schlecht? Sowas wird... Das halt auch wieder so, Leute. Sowas wird's in Deutschland niemals geben. In Deutschland ist alles immer geregelt, geordnet, Sachen funktionieren und so. Das so, wird in Deutschland niemals so sein. Krass, ey. Da darfst du den Schranken nicht vertrauen. Hier ist er übrigens. So etwas passiert auf Baustellen auch. Dieser 13 Tonnen schwere Kran stürzte in einem Wohngebiet von Tokio ein. Überraschenderweise wurde niemand verletzt. Ach du Scheiße. Dabei hat sich der Autor dieses Videos mehr Sorgen darüber gemacht, dass der Toyota nicht in die Metallpfähle hineinfährt. Bro, wie kann man denn so lost sein? Ist eine Gabe, die nicht jeder hat.
Und wie es sich herausstellte, trifft das auch für Schiffe zu. Nein! Nein! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sind, also mit so einem riesen Transportschiff, Leute, da diese Bagger oder Ding, oh mein Gott, die Hafenkonstruktion, die da die Container hochheben, alles, was da beschädigt ist, das geht in die Millionenhöhe. Ach du Scheiße. Ja, auch voll das Leck im Schiff. Das wird absaufen, wenn jetzt da das Wasser ein bisschen reinkommt. Wenn in der Wettervorhersage teilweise Regen versprochen wird, stelle ich mir das so vor. The whole warehouse is flooded. Shit. Ihn hat das Wetter wirklich nicht verschont. Ach du Scheiße. Der arme Typ. Aber warum geht der da auch hoch, wenn da so ein Sturm gerade ist? Guckt, dass ihr da runterkommt, Jungs. Wir fahren zum Strand, um sich von dem Stress zu erholen. Es bleiben nur noch wenige Meter. Alter. Ist da ein Sandlastwagen ausgelaufen auf der Autobahn? Jo. Was glaubst du, wie viel Tonnen Getreide das sind? Ach, Getreide ist Erzähl diesen Ach beiden so. Davon, was für einen schlechten Tag du heute hattest. Ey, das ist sau asozial. Man kann Leute deswegen anzeigen, ne? Also, wenn einem von euch sowas passiert, merkt euch das Kennzeichen. Ihr könnt die Leute übelst anzeigen, Schadensersatz, alles, ne? Also auch wirklich asozial, wer sowas macht, ne? Oh mein Gott. Und nochmal. Warum bleiben die denn da auch stehen, wo die Riesenpfütze ist? Gut, das wird von den Autos wahrscheinlich nicht mal böse gemeint sein, weil da halt einfach die Schnellstraße und die Pfütze da ist, aber warum bleiben die denn da auch so stehen? Und gleich wieder der Nächste, komm. Komm, noch einer, ja. Ich verstehe die auch nicht, weil dass die da so stehen bleiben. Und noch ein. Ach du Wenn man Scheiße. Beschließt, die Kommentare zu einer viralen Nachricht zu öffnen. Mach's nicht, Bruder. Mach's nicht. Shitstorm. Boah, ich hoffe, das war keine Gülle. Der Moment, wenn man sein Problem nicht richtig lösen möchte und es nur noch schlimmer macht. Mich was Die Besitzer dieses Hauses haben sich scheiden lassen. Jetzt muss auch das Haus in zwei Teile geteilt werden. Ist das einfach eingestürzt oder was? Oh, wow, 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 wow. Wie konnte das denn passieren? Ist der Typ in den Hydrant reingefahren oder was? Diese Jungs grüßen alle, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Alles in Ordnung. Dieselmotoren muss man einfach nur etwas warm laufen lassen. Was ist das denn? Wie viel Rauch kann denn aus einem Motor rauskommen? Was macht der denn, Alter? Das war's. Dieser Mann hat dagegen einen unglaublich guten okay. Tag. Der Fisch kommt selbst zu ihm. Oh, get out of here. Oh, yeah, buddy. Wie er schreit, wie so ein kleines Mädchen, hä? Oh, schade.
Das ist auch ein bisschen groß, der Stein, glaube ich, für den kleinen Traktor. Also dieses Motorrad eignet sich definitiv nicht für den Enduro-Sport. Der Tüte scheint das aber überhaupt nichts auszumachen. Riechst du schon das totale Pech? Oh mein Gott. Die gehen unter. Oh mein Gott, mit dieser Musik zu mir. Oh nein. Was für eine Lebensmittelverschwendung, Leute. Jetzt noch einmal gut durchrühren und dann ab in die Pfanne. Nicht wiederholen. Erfordert professionelle Ausbildung. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, die hatte auch einen miesen Tag. Den miesesten Unterhosenzieher seines Lebens. Aber Leute, ich würde sagen, wer das gesamte Video schauen will, in der Videobeschreibung verlinkt. Braintime ist Bescheid. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.